Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deus Ex Human Revolution. Was wir heute machen werden, als wenn ich Ahnung noch hätte. Ich bin hier mitten in einer China-Stadt aufgewacht und ja, erstmal muss ich mich orientieren. Beziehungsweise erstmal rennen wir wieder blind durch die Gegend und gucken, was wir noch so finden können. Wir wollen ja nicht wieder irgendwelche 120 Credits in so einem kleinen Kaffladen liegen lassen, die wir gerade brauchen könnten. Genau, wo das Menü da gerade unten von Augmentierungen erzählt, dann können wir mal ein paar Punkte verteilen, bevor ich das wieder vergesse. So, wo haben wir es denn? Also erstmal auf jeden Fall, wo haben wir es? Nehmen wir ein wenig Inventarplatz mit. Das hatte ich mir schon gesagt, denn desto mehr Sachen ich liegen lasse, desto mehr Geld verschwende ich. Das dürfte ja schon mal logisch sein. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch die Beinerweiterung mit, da unten. Und zwar für höheres Springen. 2 Punkte, okay. So, damit haben wir jetzt höheres Springen, bis zu 3 Meter. Schneller Sprinten, gefällt mir auch sehr gut. Und lautloses Gehen und Laufen. Was ganz praktisch ist, weil ich mich jetzt nicht mehr so, ja, nicht mehr so total geduckt durch die Gegend bewegen muss, wenn ich das wollte. Okay, ich habe jetzt noch 2 Punkte übrig. Was machen wir damit? Jetzt bin ich überfragt. Pfadfinder war, glaube ich, nicht so scheiße. Das war ziemlich scheiße, meine ich. Heck übernehmen. Kameras. Koppelt. Ach, Geschütze. Nö, Geschütze bin ich bisher noch nie begegnet, also kein Bedarf. Heckanalyse. Hecken verstärken. Nö, kein Bedarf. Smart Vision. Netzhautprothese. Augmentierte Realität. Was haben wir hier? Genau, wir sind feiner Alarmstufe, wenn wir in den Normalzustand zurückkehren. Nö. Schockgranaten. Nö. Ich bin überfragt. Ich werde mal über das Icarus-Landesystem nachdenken. Aber vorerst lassen wir es mal so. Ich werde mich jetzt erstmal wieder an meinen neuen Punkt mit dem Springen gewöhnen können. Wie geht denn das eigentlich? So? Nee. Ah, okay. Einmal wenn ich jetzt springe, mache ich so boing. Boing, boing. Hey, cool. Boing. 3 Meter ist verdammt wenig. Boing. Wo wollen wir eigentlich hin? Fragen wir mal so. Weil ich habe eben noch den, oder letztens in den Kommentaren noch den Tipp bekommen, dass ich ein totaler Vollidiot bin und in diesen Hive-Club doch noch reinkommen könnte. Das war, genau, wir müssen hier irgendwo die Treppe wieder hochkommen. Wo war denn das? Da? Da oben irgendwo, oder? Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza. Und wie viel schneller sprinten kann ich jetzt? Weil gerade eben, das sah nicht sehr sprintig aus, muss ich sagen. Ah, hier. Ein PDA. Was bringt mir das? Wuh, Alter, der Code für das Depot ist 6830. Drin bist, klarkommen. Keine Ahnung, safe kommt. Das ist Boleis Ding. Praktisch, dass ich das Ding gefunden habe. Was haben wir hier? Ach, die Zeitung, die brauchen wir nicht mehr. Verdammt, Hacke. Ich wollte da hoch. Bin ich jetzt total blöd oder verlaufe ich mich gerade nur? Ich hasse Großstädte. Sobald die Anlage fertiggestellt ist. Mein Exklusivinterview mit Hugh Darrow findet ihr in voller Länge unter www.pikesweb.com. Ah, cool, da kann ich das nachher nochmal nachlesen. Für mich alleine. Ohne dass meine Zuschauer mir zusehen können dabei. Haha. Ja, dafür ist das Internet da, Leute, dass man Informationen weitergeben kann, die nur Einzelpersonen interessieren, nicht das gesamte Volk. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Politiker genau so machen. Hui. Verdammt, wo muss ich lang? Ich hab die Orientierung verloren. Ich bin letztes Mal hier rüber gesprungen. Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach in die Richtung. Und gucken, was wir finden. Da oben sind wir nicht lang gegangen, also machen wir das jetzt einfach mal. Ne, von da kamen wir, glaube ich, her, ne? Ja. Dann habe ich... Was ist denn hier? Alice Garden Pots the Hive. Geht's in die Richtung? Hengscher Garden Courts. Geht's nach rechts? Also gehen wir jetzt mal da lang. Oder ist da eine Sackgasse? Wer bist du? Zivilist. Das sieht sehr nach Sackgasse aus. Tür? Ne, Tür zu. Kann ich da rüber irgendwo? Hui! Hui! Fast. Aber ich kann schon mal hinter die Kulissen sehen. Da ist nur Baustelle. Die Stadt wurde gar nicht fertig gebaut. Die Stadt ist einfach nur ein großes, großes Pappmaché-Bild. Extra für Jensen aufgestellt. Hengscher City ist eine Lüge, Leute.
Glaubt nicht dran! Die Regierung will euch nur verwirren! Wo gehst du hier rein? Zugang zu Alice Garden Pots. Okay, von mir aus. Was sind die Alice Garden Pots? Mit Nährstoffen aufzufüllen. Du willst mir ehrlich sagen, dass in einem Schokoriegel genug Nährstoffe sind, um eine Batterie aufzuladen? Also die Chemie musst du mir bitte erklären, liebes Spiel. So. Guckt euch die Augen von dem Kerl an. Wartet kurz eine Sekunde, Leute, oder? Ne? Jetzt geht's wieder? Nur der Kerl hier? Ne, meine Frames sind gerade eben kurz auf 20 eingebrochen, obwohl ich 30 eingestellt habe. Hallo, Koch. Ja, gib mir was zu fressen, Alter. Welche zahlen den Kunden? Den da? Ach, geh weg. Ich spende doch hier keinen jedem x-beliebigen Landstreicher irgendwelches Geld. Wer bin ich denn? Oh Mann, hier ist so viel Zeug und so wenig, was sich lohnt zu untersuchen. Kann ich irgendwo rüber hüpfen, wenn da schon eine Kiste steht, die man aufheben kann? Nee, es scheint so eine Art Einkaufsgasse oder so zu sein. Hi, wer seid ihr denn? Harvester und Harvester. Okay, was sind denn Harvester? Gesundheit. Wow, ihr seht sehr gesund aus, jetzt wo wir es mal erwähnt haben. Nein, den will ich nicht bewegen. Wer bist du denn? Wo bin ich hier überhaupt? Ja, ja. Betten sind im ersten und zweiten Stock. Duschen und Waschküche im Keller. Wollen Sie einen Pott? Wo zum Geier bin ich hier? Was haben wir hier? Neue Filme. Amy. Toll. Und nun? Dahinter ist nix. Dahinter ist auch nix. Wir können jetzt Sachen toll anheben. Aber was bringt mir das, wenn ich keine Ahnung habe, wo wir uns eigentlich befinden? Ey, da ist ein Raum. Da ist ein Raum, den können wir hacken. Endlich mal wieder was, wovon ich Ahnung habe. Da muss meine Boxen mal ein bisschen leiser drehen. Ja, so ist besser. So. Da fangen wir an. Da unten müssen wir hin. Da ist einmal Spam. Der geht aber nur längs lang. Gut. Ist mir auch recht. Als wenn mir das hier irgendwie noch Probleme bereiten könnte. Zack. Zugriff gewährt. Gehen wir doch mal rein. Was haben wir denn hier? Ein Büro mit... Ach Moment, das Ding führt mich jetzt hier... Ah, okay. X zu verstehen. Gut, naja, solange der Typ mich nicht bemerkt, kann ich ja weitermachen. Mal gucken, ob wir die Einnahmen des Tages kriegen können, wenn wir hier sind. Das ist schon etwas größere, aber Stufe 2, ja, wahrscheinlich wegen dem Spam-Teil hier, das ist nicht so schwer. Zackri-du-da, zackri-yay, das Hacken macht mir sowas von yay. Und Abmarsch. Zugriff gewährt. Perfekt. Was ist drin? Was ist drin? Zeig mir deinen Schatz. Credit Chip mit... Wow, 1000 Credits! Leute, wir haben gerade ein Fünftel unseres Praxispunkts wieder eingenommen. Da liegt irgendwas. Ein gut verstecktes PDA. Echt lahme Security hier. Sagen Sie Tong, eure Firewall ist scheiße. Keine 5 Sekunden gekostet. Login S Garden Password Rabbit Hole. Morpheus lässt grüßen. Gut drauf und hat nichts geändert. Diesmal. Cool, danke. Dann können wir uns ja richtig austoben, wenn wir wollten. E-Book. Oh, Drachenköpfe. Die Triaden des 21. Jahrhunderts. Das finde ich mal interessant. Traditionelle Form. Ursprüngliche Rangstruktur Triaden. 8 Ebenen, moderner Zeit vereinfacht. 36 große Treueschwüre verloren an Bedeutung wurden durch weniger kunstvolle, dafür unmittelbare Loyalitätsverrichtung ersetzt. Moderne 4-Ebenen-Struktur spiegelt Flexibilität der Triaden wider. Bestimmte Rollen darin sind Zahlen oder traditionelle Ehrennamen zugeordnet. Untersten Ebene stehen die Mitglieder auf Probe, die häufig aus jungen Banden rekrutiert werden. Blauen Laternen, Infrinschritt zu Fußsoldaten befördert mit der Nummer 49. Über ihnen stehen Verwalter und Vollstrecker, weiße Papierfächer, rote Pfähle und Strohsandalen. Okay. Befehlsebenen folgen dann Vorhut, stellvertretender Bergmeister und Weihrauchmeister. Ganz oben schließlich thront der Bergmeister, auch bekannt als Drachenkopf.
Also wenn da nicht sowas wie Bergmeister und so gestanden hätte, hätte ich gedacht, wir sind in Bayern und wollen gerade irgendwie mal kurz Alpen besteigen oder so. Ja, lahihü. Hacken. Ach, schon wieder so ein cooles Sternnetzwerk. Spam von rechts. Zwei Knoten, nehmen wir alles mit. Wow, das ging schnell. Da muss ich mir jetzt ein bisschen Gas geben. Und er hat schon gegengesprengt, das ist das Problem. Nee. Zugriff verweigert. Ja, es ist kein Alarm ausgelöst worden, jetzt warten wir halt mal 20 Sekunden. Können wir noch ein bisschen über meine Augmentierung nachdenken, während das Menü sich mal entscheidet. Hoffentlich, nee, das geht im Hintergrund wahrscheinlich nicht weiter. Ach, Pech. Na gut. Machen wir mal die Tür zu. Nachher sieht uns irgendjemand. Haben wir irgendwelche interessanten Statistiken für das heutige Jahr? Kostenstruktur, Profit. Heute und morgen. Toll. Oh mein Gott. In einem Puffhotel oder was auch immer das da hier darstellen soll. 2, 1. Ach, sogar eine Eingabemaus kriege ich, okay. Versuch was nochmal. Diesmal bitte nicht direkt beim ersten Mal entdecken, lieber PC. Dankeschön. Beim zweiten Mal auch recht, bitteschön. Na komm. Diesmal geht's besser. Diesmal hat er mich nicht gleich beim ersten Mal sofort weggeblockt. Zugriff gewährt. 200 Credits extra. Das sind aber ein paar. 5 E-Mails. Ach du Scheiße. Guest Support. Dritte Mal. Korridor Port 222, der Müll stapelt. Vermutlich noch schlimmer. Management, also sie unternimmt oder wollen sie erst selbst in ein Rattenloch verkommt. Behörden einschalten, Geschäftspartner große Lust und so weiter. 301 kriegt, was er haben will. Weiber, Internetzugang, Glasnudeln oder den verdammten Mond. Unsere LP-Brüder haben große Pläne mit ihnen in Hongkong. Ja, das heißt, dass wir ihn bei Laune halten müssen. Oh mein Gott, welcher LPer ist denn bitteschön? Oder welche LP-Brüder sind jetzt unterwegs nach Hongkong? Leute, könnt ihr mal kurz bei Sui vorbei anrufen und fragen, was bei dem abgeht. Vielleicht ist er weiß ja mehr. Baugenehmigung bleibt, weitere 3 Monate. Anzahlung geleistet, Wohnungen früher. Irgendjemand, ganz große Bürokratie über Bord werfen. Verständnis, Geduld und so weiter. Und das ist jetzt Werbung, wahrscheinlich mal wieder. Präsident, Geschäftsführer, 30.000 Millionen Credits. Eigentlich nur 47 Millionen, aber 30 klingt besser. Und ist klar, als wenn da irgendjemand drauf reinfällt. Nicht mal heute fällt irgendjemand darauf rein. Warum sollte man es in der Zukunft dann tun? Ist doch Quatsch. Hallo, Putzmann. Bist du wichtig? Wo ich durch darf und wo nicht, ne? Das hast du mir nicht zu befehlen. Ah, ist das eine Art Hotel-Club oder wie ist das jetzt zu verstehen? Sieht cool aus von innen, aber... Nee, der hantiert da mit offenem Feuer oder so. Ich verstehe die Architektur dieses Ortes gleich null. Händler! Oh. Ja, toll. Du bist der beste Händler in der Stadt, aber willst nicht mit mir handeln? Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich hier alle verarschen? Wo ist hier mein ordentlicher Waffendealer? Muss ich hier erstmal eine Waffe zücken und alle umbringen, damit sich meiner zu erkennen gibt? Ja, wahrscheinlich ist das alles nur Flachpfeifen. Zivilist, 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 Zivilist. Händler. Ja, toll. Oh Mann. Und, oh, ein Koch, wer hätte es gedacht? Ach, leck mich. Ich sammle Unterschriften, um 2 Mitarbeiterinnen aus dem 1. Stock des Westflügels zu feuern. Würden Sie unterschreiben? Der Erlow. Was haben Sie gemacht? Ich will es wissen. Sie haben sich ganz offensichtlich prostituiert. Cool. Ich weiß, das hier ist kein 5-Sterne-Hotel, aber wer ein Callgirl will, soll gefälligst ins Hotel.